Hallo ihr Lieben, Heiko ist hier. Derzeit macht ihr ein Video die Runde, habt ihr sicherlich gesehen. Ich habe es auch bei mir gepostet auf Telegram, wie der Dalai Lama einen minderjährigen Jungen küsst mit seiner Zunge. Also man könnte dazu auch Zungenkuss sagen. Und es sind natürlich viele Menschen, die sich zu Recht darüber empören. Das große Bild ist letztendlich das, ich habe ja jahrelang mich auch mit dem Dalai Lama und mit dem tibetischen Buddhismus auseinandergesetzt. Und im Endeffekt ist es einfach so, die Menschen suchen immer, was ja auch okay ist, ich sag mal eine Art Führungspersönlichkeit, an denen sie sich orientieren kann. Aber im Endeffekt kannst du da oftmals nur enttäuscht werden. Beim Dalai Lama ist es mittlerweile mehr als offensichtlich, also als er sich mit AstraZeneca impfen ließ, medienwirksam, oder vielleicht war da auch Kochsalz drin, ist egal, aber jemand, das Oberhaupt ist letztendlich einer Religion, wo der Reinkarnationsgedanke nicht nur fester Bestandteil ist, sondern überhaupt der entscheidende Motor ist in dieser Religion. Das heißt, also es ist völlig Schwachsinn eigentlich, wenn ich sage, ich werde sowieso wiedergeboren, warum muss ich jetzt in Angst etwas tun? Und wenn ich sage, Leben ist Leid, und wir reden über Leidvermeiderei, und im Nirvana möchte ich landen, also ist ja quasi Grundbotschaft. Und deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn. Und jetzt will ich aber nicht drüber philosophieren, ob man CIA-Agent ist, was ja viele sagen, ob er gekauft ist. Die große Botschaft dahinter ist eigentlich die, nicht falsch verstehen, aber egal, ob jetzt Putin, Trump, Dalai Lama, die Menschen brauchen mal irgendwelche Galionsfiguren. Und denen tut es ja auch weh, wenn du sagst, okay, konzentriere dich mal auf dich selbst, erkenne dich doch mal selbst. Wenn du dich selbst erkennst, erkennst du Gott. Über den Orakel von Delphi hang der Satz, erkenne dich selbst. Aber das wurde meist nie richtig verstanden von den Menschen. Und ich erinnere daran an Josef II., Kaiser Josef von den Habsburgern, der Sohn von Maria Theresa, der damals spektakulär gesagt hat, wenn die Klöster und die Kirchen nicht wirklich nachweisen können, dass die gemeinnützige Arbeit haben, dann schließt er die einfach. Das heißt, er hat sich massiv angelegt mit der Kirche damals, weil er gesagt hat, wenn, muss er Nutzen für den Staat zu sehen sein, der fast schon undenkbar war zu der Zeit. Fakt ist eins, die Menschen haben den gehasst und er war eigentlich der Monarch, nachdem er gestorben ist, wo die Bürger sich richtig gefreut haben. Das heißt, auf der einen Seite brauchen die Menschen ihr Halt, kann ich verstehen. Und ich sage, ich bin im Glauben und ich glaube an Jesus Christus, völlig okay. Und ich glaube an wen auch immer. Fakt ist aber eins, es sind Krücken, nichts weiter als Krücken. Man braucht sie im Normalfall nicht. Sondern wenn man selber erkennt, dass man mehr ist, wie gesagt, als der Name, als das, was du im Spiegelbild siehst, dass in dir eine Instanz ist, die viel größer ist, dass wir miteinander verbunden sind, das ist auch die Botschaft des aller Religionen. Äußerlich sehen sie vielleicht unterschiedlich aus, so wie verschiedene Schachteln mit verschiedenen Farben, aber wenn du die Schachtel aufmachst, ist der Inhalt eigentlich derselbe. Und darauf kommt es letztendlich an. Und deswegen kann ich es schon verstehen, gerade jetzt mit dem Dalai Lama in dieser Zeit, wo ich sage, alles wird oft gedeckt und Lügen haben, wie gesagt, kurze Beine. Das, ja, wenn man nicht gerade blind ist, sieht man natürlich auch die Botschaften dahinter. Ja, das ist meine Botschaft. Deswegen erkenne dich selbst, wie gesagt, dann erkennst du Gott. Das ist das Entscheidende, auf was es ankommt. Alles Liebe, euer Heiko.